Ich rufe auf. Tagesordnungspunkt 93, dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Hessisches Gesetz zur Anpassung des hessischen Datenschutzrechts an die Verordnung EU Nr. 2016/679 und die Umsetzung der Richtlinie EU Nr. 2016/680 und zur Informationsfreiheit Berichterstattung Abgeordneter Bauer dazu der Änderungsantrag der Fraktion der FDP. Zunächst hat Herr Bauer das Wort. Bitte schön. Beschlussempfehlung und zweiter Bericht des Innenausschusses zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für das genannte Gesetz zur Anpassung des hessischen Datenschutzrechts an die Verordnung der EU und zur Umsetzung der Richtlinie zur Informationsfreiheit. Beschlussempfehlung. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen von SPD, DIE LINKE und FDP den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19/6300 und des mündlich eingebrachten Änderungsantrags und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in dritter Lesung anzunehmen. Vielen Dank. Ich eröffne, meine Damen und Herren, wir sind wieder in der akustischen Delle, Donnerstagmittags. Wir können da hinten noch so viel steuern. Die Redner werden leiser und ihr Gerede wird lauter. Das ist halt nun mal so. Bitte also mehr Aufmerksamkeit. Nee, ich mache erst weiter, bis hier Ruhe einkehrt. Ja, natürlich Ruhe. Das Wort hat als erster Redner Herr Abg. Dr. Hahn, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Sie alle können sich sicherlich noch an die lebhafte Diskussion erinnern, die wir am Dienstag hier zur zweiten Lesung geführt haben und die dann dazu geführt hat, dass sich der Innenausschuss in einer gemeinsamen Sitzung mit dem Unterausschuss für Datenschutz mit dem Thema noch einmal in einer nächtlichen Sitzung so gegen 22.40 Uhr beschäftigt hat. Ich lasse alles das weg, was bisher seitens der Freien Demokraten gesagt wurde, weil Sie das alles schon zwei- bis fünfmal gehört haben und alles wissen. Heute vertun wir eine große Chance, dass der Satz weiterhin gilt, im Datenschutz ist Hessen vorn. Diese Chance wird heute vertan. Ich will überhaupt nicht sagen, dass das alles schlecht ist, was hier vorliegt. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Aber es war in dem einen oder anderen Punkt verbesserungsfähig. Es war in dem einen oder anderen Punkt auch notwendig, dass Verbesserungen hereingebracht werden. Ich sage nur, auch im Namen meines für die Innenpolitik zuständigen Kollegen Wolfgang Greil, ich sehe, dass er im Ausschuss auch noch einmal hervorgehoben hat, es kann nach unserem Verständnis von Datenschutz, Herr Innenminister, nicht sein, dass es eine generelle Bereichsausnahme für die Polizei und für den Verfassungsschutz gibt. Das hat mit einer transparenten, mit einer liberalen Gesellschaft nichts zu tun. Und da hilft es Ihnen auch nicht, noch einmal vorzulesen, wie Sie das in der zweiten Lesung hier getan haben, wo überall das gemacht wird. Dann sage ich hier, dann ist das in unseren Augen dort auch nicht datenschutzrechtlich korrekt. Wir werden deshalb Ihrem Antrag nicht zustimmen. Und was wir überhaupt nicht verstehen ist, und damit werden Sie sich noch einmal auseinandersetzen müssen, entweder hier heute, und wenn Sie Ihre Meinung ändern, dann ist es gut, oder aber in der Diskussion mit den Kammern und mit den freien Berufen, und zwar in jeder einzelnen Besprechung. Sie selbst schreiben in der Begründung zu Ihrem Antrag, dass es Bereichsausnahmen für die besonderen Aufgabenstellungen im Bereich der berufsständigen Selbstverwaltung geben muss. Ja, da haben Sie recht. Nur wer A sagt, muss auch weiter argumentieren. Und dann können Sie nicht einfach stehen bleiben, nur weil Sie es vergessen haben. Das ist ja der wahre Grund. Ich habe ja mit dem einen oder anderen Kollegen gesprochen,
von den Koalitionsfraktionen. Sie haben es nur vergessen. Sie wollten ja nicht, aber Sie haben es nunmehr erreicht, dass die Versorgungswerke der freien Berufe in dieser Bereichsausnahme nicht mehr vorkommen oder überhaupt nicht vorkommen. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, aber auch von den GRÜNEN, ist schlicht und ergreifend falsch. Es passt in Ihre Argumentation nicht herein, und es provoziert weitere verfassungsrechtliche Probleme. Wie soll das denn eigentlich funktionieren, wenn ein Vorstandsmitglied z.B. – das ist mir am nächsten, der Rechtsanwalts- oder Notarkammer – seiner gesetzlichen normierten Verschwiegenheitspflicht gemäß § 76 Absatz 1 BrAO nachkommt? Meine sehr verehrten Damen und Herren, für die Nichtjuristen, das ist sogar durch § 203 Strafgesetzbuch strafrechtlich flankiert. Das ist nicht nur einmal so, wenn man dagegen verstößt, sondern das ist dann das Begehen einer Straftat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nur dieselbe Person soll in demselben Zusammenhang, nur weil das Label ein bisschen ein anderes ist, dann auf einmal gegenüber jedermann Informationen sagen sollen, obwohl er gegenüber jedermann der Verschwiegenheit strafrechtlich sanktioniert verpflichtet ist. Das ist nicht möglich. Sie merken, Sie werden da verfassungsrechtliche Probleme provozieren. Ja, das passt vielleicht zum Abschluss dieser Plenarwoche, wo wir uns auch ein bisschen mit Jamaika beschäftigt haben. Also, die Ampel in Rheinland-Pfalz löst das besser. Die Ampel in Rheinland-Pfalz hat das genau aufgenommen, was wir meinen, was richtig ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren von der Union, stehen denn die Sozialdemokraten den freien Berufen näher als die Union? Wir werden diese Frage jedenfalls dann bei jeder Veranstaltung stellen müssen. Ich appelliere an Sie alle, den Änderungsantrag 36, 34 oder 39, kann ich in dem Ausdruck nicht genau lesen, jedenfalls den von der FDP-Fraktion zu diesem Thema positiv zu bescheiden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch wenn Sie es nicht tun, werden wir Ihrem Gesetzentwurf die Zustimmung verweigern, aber wir werden uns der Stimme enthalten. Vielen herzlichen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Kollege Holschuh für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich kann fast nahtlos daran anknüpfen, was Dr. Hahn jetzt schon vorgetragen hat. Natürlich haben wir uns jetzt in der dritten Lesung noch einmal und in der Innenausschusssitzung am Dienstagabend noch einmal versucht, damit auseinanderzusetzen, mit dem, was an Änderungsanträgen gekommen ist. Wir haben natürlich auch die Hoffnung gehabt, dass gerade von den Regierungsfraktionen entsprechende Änderungen vorgelegt werden. Aber leider ist das nicht passiert. Es kamen jede Menge Änderungen, 15 Seiten, aber die waren meist redaktioneller Art und haben inhaltlich eigentlich überhaupt nichts verändert. Und deshalb bleibt auch die Kritik an dem, was hier vorgelegt wurde, bestehen. Es ist, das will ich auch noch einmal klarstellen, weil es in der letzten Diskussion dann so versucht wurde, auszulegen. Es ist keinesfalls die Kritik an denen, die Ihnen diesen Gesetzentwurf geschrieben haben. Es ist eher die Kritik, dass Sie das, was alles in der Anhörung vorgetragen wurde, eben nicht aufgegriffen haben und nicht umgesetzt haben in dem ganzen Beratungsprozess, der uns jetzt schon über einen längeren Zeitraum begleitet. Dass manche genervt waren, dass wir jetzt auch noch eine dritte Lesung machen, ist geschenkt. Aber Sie haben ja selbst gezeigt, dass Sie mit Ihren 15 Seiten Änderungen und dann auch noch in der Innenausschuss mündliche Änderungen vorgetragen haben. Damit haben Sie doch gezeigt, dass das handwerklich in der ganzen Erstellung dieses Gesetzes das eine oder andere noch weitaus hätte verbessert werden müssen. Und deshalb natürlich auch die dritte Lesung notwendig war, sonst hätten Sie Ihre mündlichen Änderungen ja gar nicht mehr einbringen können. Meine Damen und Herren, ich möchte noch das eine oder andere noch einmal herausgreifen. Insbesondere das Thema rund um das Landesamt Verfassungsschutz. Auch da haben Sie ja noch Änderungen reingenommen. Da stellt sich aber die Frage, wenn wir auf der anderen Seite in den nächsten Wochen ein Verfassungsschutzgesetz komplett neu auf die Füße stellen, was sollen jetzt die Änderungen an dieser Stelle? Das bringt doch überhaupt nichts. Das hätte man dann auch in dem Verfahren dort an der richtigen Stelle machen können. Also, jetzt Datenschutzerklärungen in den Bereich Verfassungsschutz einzuführen, die Sie, wir haben ja heute Morgen gehört, das sind ja die Big Brother Award-Gewinner, dass Sie das
diesem Gesetz dann auch wieder kassieren in der nächsten Zeit, das verstehe ich an dieser Stelle überhaupt nicht. Es legt auch den Verdacht nahe, es könnte ja sogar sein, dass das Verfassungsschutzgesetz bis zum Ende dieser Legislaturperiode überhaupt nicht mehr in die Gänge kommt. Ja, das könnte man daraus ja auch ableiten. Ein anderer Bereich ist § 20, heißt, okay, das ist ja auch ein sehr sensibler Bereich, wo es auch um die Verhältnismäßigkeit und die Bestimmtheit von solchen Regelungen geht. Auch da haben Sie, und das haben wir ja in der Anhörung auch herausgearbeitet, da haben Sie überhaupt kein Fingerspitzengefühl gezeigt, zum Beispiel am Bereich des Gefahrenbegriffs, und haben jetzt eingeführt eine Ordnungswidrigkeitsvorsorge. Also, das tut mir leid, das können wir an dieser Stelle auch nicht nachvollziehen. Und auch die Aufgabenzuweisung scheint mir an dieser Stelle, was das HSOG betrifft, überhaupt nicht klar. Aber, meine Damen und Herren, die Hauptkritik richtet sich natürlich an den Bereich des Informationsfreiheitsgesetzes. Wir haben das in den letzten beiden Lesungen, aber wir haben das auch vorher immer wieder thematisiert hier. Und auch bei der dritten Lesung will ich da noch einmal einen Schwerpunkt drauf legen, weil es natürlich nicht so ist, dass Sie an dem Thema Informationsfreiheit überhaupt ein Stück weitergekommen sind, sondern Sie haben uns etwas vorgelegt, was deutlich eben zeigt, dass, wie hat es eben ein Anzuhörender formuliert, der vorgelegte Entwurf ist ein Beispiel dafür, dass Bündnispartner aus Fraktionsdisziplin ein Informationsfreiheitsgesetz formulieren und vorlegen, ohne Informationsfreiheit oder Transparenz tatsächlich anzustreben. Genau das ist das, was Sie uns vorgelegt haben, und eben keine Konsequenz und kein Entschluss und kein Entwickeln eines modernen Transparenzgesetzes, wie es die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land entsprechend gerne gehabt hätten und wie es in anderen Bundesländern auch regelhaft zur Anwendung kommt. Gerade, und das ist für mich als Bediensteter und Angestellter einer kleinen Kommune auch besonders wichtig, dass wir gerade das Thema der Städte und Gemeinden in der Anwendung komplett herauslassen, ist einfach falsch. Dass sich die Kommunen dort selbst eine Satzung geben müssen, führt dazu, dass wir in Hessen einen Flickenteppich bekommen, nicht nur in der Ausgestaltung, sondern unter anderem auch in dem Bereich der Kostenregelung. Sie haben bestimmte Verfahren, die mehrere Kommunen betreffen. Die eine Kommune hat eine Satzung, die anderen beiden Kommunen haben unterschiedliche Satzungen. Jede hat noch eine eigene Kostenregelung. Also, so etwas ist doch völlig weltfremd und ist auch überhaupt nicht das, was auch im Grundsatz eines Informationsfreiheitsgesetzes drin sein muss, dass es eben für die Bürger eine Vereinfachung ist, die man dann auch entsprechend leben kann vor Ort, indem man sich Informationen besorgt für seinen Umgang mit politischen Entscheidungen in der Behörde. Meine Damen und Herren der Regierungsfraktionen, Sie zitieren in der letzten Zeit ja immer den Begriff historisch. Einmalig, ja, kommt auch ab und zu vor. Aber in diesem Fall haben Sie den Begriff historisch ja in gewisser Weise erfüllt. Mit dem vorgelegten Entwurf wird Hessen für die historische Chance verpassen, ein eigenständiges, modernes Transparenzgesetz vorzulegen, das unser Land als Vorreiter im Datenschutz verdient hätte und das den heutigen Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger auch gerecht wird. Meine Damen und Herren, Sie haben eine historische Chance verpasst. Ich hoffe, dass wir das in Zukunft noch korrigieren können. Danke schön. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Heinz für die CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich glaube, wir sollten das alles mal wieder richtig einordnen und nicht so hochzornen. Festzuhalten ist, Hessen bleibt beim Datenschutz vorn. Auch alle, die sagen, das sei alles zu spät und dies und das, dann möchte ich denjenigen mal bitten, der das vorträgt, oder diejenigen Kollegen, mal aufzuzeigen, welche Länder dort entschlossener und schneller gehandelt haben als wir bei der Umsetzung der europäischen Datenschutzgrundverordnung. Wir werden die von dem europäischen Normgeber gesetzte Frist einhalten. Herr Kollege Dr. Hahn, viele Länder, auch welche vermeintlich, wo Sie möglicherweise sogar mitregieren, das wird man sehen, werden das möglicherweise nicht schaffen. Die hängen hinterher. Die werden erst nach dem Mai ihr Gesetzgebungsverfahren abschließen. Wir haben einen sorgsamen Weg zugleich auch gewählt und sowohl bei der Sprache als auch bei der Formulierung und auch der Struktur uns auch an dem entsprechenden Bundesgesetz orientiert, damit die Gerichte in der Auslegung
es leichter dann haben, dass wir keinen Flickenteppich hier weiter aufmachen, wo es im Kern um Auslegung europäischer Vorgaben geht. Und wir haben noch einige hessische Besonderheiten eingefügt. Wir haben unseren Datenschutzbeauftragten auch organisatorisch und auch in seiner Struktur gestärkt, indem wir ihm erstmals jetzt eine fixe Amtszeit zugestehen, unabhängig von uns, nämlich der Wahlzeit des Landtags. Seine Durchgriffsrechte werden gestärkt. Wir haben ferner noch klare Regelungen zur Videoüberwachung erstmals ins Datenschutzgesetz aufgenommen. Und wir haben auch, was die Details noch und semantischen Fragen angeht, auch mit Blick auf die Frage, wie das später einmal ausgelegt wird und gehandhabt wird von Verwaltungen und Gerichten, haben wir sehr viele Anregungen, haben auch diese Offenheit gehabt, diese Anregungen des Datenschutzbeauftragten insbesondere aufzugreifen und dann noch im Rahmen der noch vor der zweiten Lesung hier einzuarbeiten. Und wenn Sie sagen, ja, im Innenausschuss wurde noch etwas mündlich vorgetragen, da ging es unter anderem um eine Überschrift im Inhaltsverzeichnis. Auch das würde ich jetzt nicht so hochhängen. Das gibt es bei so komplexen Gesetzen immer wieder, dass man dann im laufenden Prozess oder manchmal auch viel später erst bemerkt, dass auf Seite XY, Seite 75 dann auch noch eine Überschrift mitgeändert werden muss. Da geht es manchmal gar nicht um den Gesetzestext. Also daraus jetzt hier so ein Popanz zu machen, da würde ich die ganze Geschichte vielleicht ein Stockwerk tiefer hängen. Also kann man schon einmal festhalten, der Datenschutzteil, der ist ausgesprochen gut gelungen. Wir sind voll in der Zeit, wenn wir das heute Abend in dritter Lesung verabschieden. Wir haben uns da sehr europafreundlich und europarechtskonform verhalten, schaffen hier Rechtsklarheit, während andere Länder da immer noch mit der Umsetzung befasst sind. Da gibt es gar keinen Grund, da an irgendwas zu kritteln oder zu deuteln. Das wird der Hessische Landtag am Ende sehr gut gemacht haben. Und eine Mehrheit wird es ja im Haus dafür geben, für das Gesetz, wie ich das sehe, sodass wir da erst einmal einen Haken dran machen können und werden natürlich das Datenschutzrecht dann auch weiter evaluieren. Dann zum Informationsfreiheitsteil. Das ist der deutlich politisch aufgeladenere Teil, ist auch kein Geheimnis. Auch dort können wir sagen, das wird funktionieren. Da teile ich, sonst schätze ich ihn ja auch persönlich und auch fachlich, teile ich ausdrücklich nicht die Auffassung vom Kollegen Dr. Hahn, dass das zu großen verfassungsrechtlichen Schwierigkeiten führen wird. Über die Bereichsausnahmen im 81 Absatz 1 und im 81.2, diese absolute Ausnahme und auch die ausdrückliche Anwendbarkeit für Teilbereiche im Absatz 1, da kann man immer politisch drüber streiten. Und das ist ja nur ein offenes Geheimnis. Das tut auch manchmal eine Koalition untereinander, was wohin gehört. Aber dennoch bleibt es doch dabei, dass am Ende immer eine Abwägung stattfindet. Und wenn genau diese Fälle, die Sie jetzt ansprechen, im einem Verband oder in einer Selbstverwaltungseinrichtung der Freiberufler, wenn da schutzwürdige Interessen von Dritten, Privaten, wenn die höher wiegen, wird natürlich am Schluss dieser Informationsauskunftsanspruch wird natürlich verwehrt werden, wie das in allem Handeln von öffentlich-rechtlichen Einrichtungen immer der Fall sein wird, sodass das sicherlich eine Gewichtung ist, was ist im Absatz 1, was ist im Absatz 2, was ist gar nicht im 81 aufgefügt. Aber jetzt so darzustellen, dass am Ende die schutzwürdigen Belange von Dritten nicht mehr geachtet würden, je nachdem, wie man das nummeriert, das ist nur offensichtlich der parteipolitischen Auseinandersetzung mehr geschuldet als der Interesse hier an der Sache. Und schön, dass Sie jetzt der Fürsprecher der freien Berufe in Hessen sind. Wir werden Sie gelegentlich daran erinnern. Noch zum letzten. Das war auch, Herr Dr. Hahn, Ironie muss man in Deutschland ankündigen. Das tue ich jetzt im Nachgang zu dieser Bemerkung. Noch ein letzter Punkt, da die fünf Minuten noch gleich um sind, was die Kommunen angeht. Also, man kann es auch da nicht recht machen. Jetzt heißt es, die Kommunen sollen selbst entscheiden. Das ist falsch. Wenn man die Kommunen irgendwo in anderen Bereichen zu irgendwas verpflichtet, ist es auch falsch. Kann ich nur zu sagen. Was gilt denn nun? Ich glaube, in diesem Fall, da die Kommunen erst einmal der ureigene Träger ihrer eigenen Verwaltungshoheit und Kompetenz sind, sollen die Möglichkeit haben, das durch Satzung selbst zu entscheiden. Und es reichen da sehr wenige Sätze in einer Satzung, wenn die sagen, dieser Teil des Gesetzes erklären die für anwendbar, ist alles gut, und da entsteht kein Flickenteppich. Und da kann sich eine einheitliche Rechtsprechung auch für die kommunale Verwaltung dazu entwickeln. Kommunen, die das nicht wollen, sollen es anders entscheiden. Das kommunale Selbstverwaltung ist Teil eines guten Gesetzes. Wir werden dem heute die Zustimmung in dritter Lesung geben, damit es rechtzeitig in Kraft treten kann, damit Hessen vorn bleibt, wir eines der ersten Länder sind, die die Vorgaben umsetzen und weiterhin ein ordentliches Datenschutzrecht hier in Hessen haben. Herzlichen Dank. Das Wort hat Herr Dr. Wilken für die Linke. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Wenn Ihnen so viel daran gelegen gewesen wäre, es rechtzeitig zu machen, hätten Sie ja rechtzeitig ein ordentliches Gesetz vorlegen können, hätten Sie rechtzeitig nach der Anhörung Ihre Änderungsanträge einbringen können, damit wir nicht in einer Nachtsitzung beraten müssen, was Sie mit Ihrer Mehrheit in der ordentlichen Ausschusssitzung noch als für unverändert in zweiter Lesung anzunehmen hier vorgeschlagen haben. Das Einzige, was mir als Lob dazu einfällt, meine Damen und Herren, ist, mit welcher stoischen Ruhe und Unverschämtheit Sie uns eigentlich diese Dinge hier vortragen. Also, ich hänge das jetzt wirklich nicht hoch, Herr Heinz. Aber wenn ich in einer nächtlichen Ausschusssitzung, nachdem wir hier 15-seitigen Änderungsantrag der Regierungsfraktion vorliegen hatten, am selben Tag noch einmal mündlich weitere Änderungen an Ihr eigenes Gesetz mir anhören muss, da frage ich mich doch, wo ist Ihre Ernsthaftigkeit, nicht unsere? Und, meine Damen und Herren, das erhöht mit Sicherheit nicht mein Vertrauen darin, dass sich da noch ganz andere Baustellen verbergen, die weder in der Anhörung deutlich geworden sind oder vielleicht deutlich geworden sind und Sie vergessen haben. Und um das auch noch einmal ganz deutlich zu sagen, das ist ausdrücklich keine Kritik an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die viel Arbeit da reingesteckt haben. Das ist eine politische Kritik an Ihrem Vorgehen. Eine Bemerkung noch einmal. Der Minister hat meiner Meinung nach zu Recht in der letzten Debatte gesagt, ich hätte das nicht als Quatsch bezeichnen sollen. Das sehe ich auch so. An Quatsch hätte ich mehr Spaß. Das ist fahrlässig, was Sie hier mit uns machen. Zweite Bemerkung. Die FDP bringt heute einen Änderungsantrag ein, den wir inhaltlich vollkommen richtig finden. Es löst das Problem nicht, aber er ist inhaltlich richtig. Deswegen werden wir ihm auch zustimmen. Und Herr Heinz, zu Ihrer Information, ich bin Freiberufler. Nicht, dass Sie sich wundern. Letztes Argument. Ja, Hessen bekommt in ein paar Minuten ein Informationsfreiheitsgesetz. Das ist das schlechteste Informationsfreiheitsgesetz aller Bundesländer. Das ist kein Grund zum Jubeln. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Abg. Frömmrich für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Manchmal hat man das Gefühl, dass hier der Skandal nur noch des Skandalisierens wegen aufgebaut wird, wo hier Pappkameraden aufgestellt werden an manchen Stellen. Das ist schon einigermaßen erstaunlich. An einem solchen Gesetzentwurf, schauen Sie sich einmal an, sind zwei Begrifflichkeiten geändert worden in den Überschriften. Die waren schon im Text drin, die sind nur in den Überschriften versehentlich durchgegangen. Und da hat man gestern Abend mündlich versucht, haben wir mündlich versucht, das zu heilen, damit die gleichen Begrifflichkeiten verwendet werden. Dann ist ein Oder hängen geblieben bei der Änderung einer Änderung im Gesetz. Das haben wir auch gemacht. Bei einem solchen Gesetz, Datenschutzgrundverordnung, Umsetzung der Richtlinie, Bundesdatenschutzgesetz umgesetzt, hessisches Datenschutzgesetz und hinten drauf noch den vierten Teil, das Informationsfreiheitsgesetz, sich hier hinzustellen in dieser Kleinkariertheit, das ist selbst ein bisschen zu viel für die Linkspartei, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und den Vogel schießt Herr Dr. Wilken ab hier, indem er sich beschwert, dass dieses Gesetz nicht weit genug geht, weil wir ja gar nicht so viele Auskunftsmöglichkeiten haben. Er dann gleichzeitig hier aber beantragt, dass man die freien Berufe als Ausnahme dort zusätzlich noch einnimmt. Also auf der einen Seite zu beklagen, wir hätten zu viele Ausnahmen, dann aber selber herkommen und weitere Ausnahmen zu beantragen. An Absurdität ist das nicht mehr zu überbieten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Insgesamt gefällt mir die Diskussion überhaupt nicht.
Weil das, was wir hier machen, bei allem Streit, den man politisch haben kann, am Punkt Informationsfreiheit, ich sage da gleich noch etwas zu, aber sich in diesem Gesetzeswerk, wo es um die Umsetzung der europäischen Datenschutzrichtlinie geht, wo es um eine wirkliche Errungenschaft im europäischen Recht geht, dass europaweit Datenschutzregeln gelten, und zwar auf einem Mindeststandard, dass man die nicht unterschreiten darf, gerade auch Länder, die Facebook und andere beheimaten, wo wir große Probleme mit dem Bereich des Datenschutzes haben, sich hier hinzustellen und in einer solchen Kleinkariertheit über dieses Gesetz zu reden, ist geradezu absurd, liebe Kolleginnen und Kollegen, geradezu absurd. Der Geltungsbereich dieses Gesetzes. Ich sage nur mal ein paar Punkte zur Datenschutzgrundverordnung. Die gilt explizit in allen Ländern und auch für Firmen, die außerhalb der Europäischen Union ihren Sitz haben. Jede Stelle muss nachweisen können, dass sie ein Gesamtkonzept für den Datenschutz hat. Informationsrechte. Die Betroffenen sind umfangreicher als bisher über ihre Datenverarbeitung und über ihre Rechte zu informieren. Privacy by Design und by Default ist einzuführen. Also schon bei der Entwicklung und auch bei der Verbreitung muss schon an Datenschutz gedacht werden. Eine wirkliche Errungenschaft. Risikofolgenabschätzungen müssen gemacht werden. Der Datenschutz in den Konzernen muss ordentlich organisiert werden. Die Datenschutzbeauftragten sind besser abgesichert und haben einen höheren Stellenwert. Aufsichtsbehörden werden gestärkt. Das ist wirklich ein großer Schritt für den europäischen Datenschutz. Das muss man doch endlich einmal anerkennen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann zum Informationsfreiheitsgesetz. Natürlich kann ich mir da mehr vorstellen. Selbstverständlich kann ich mir da mehr vorstellen im Bereich Informationsfreiheitsrechte. Ich habe das immer wieder gesagt, und ich sage das auch weiterhin. Gut informierte Bürger können an Entscheidungen des Staates teilnehmen. Gut informierte Bürger kann man in Entscheidungsprozesse einbeziehen. Das ist uns ein Anliegen als GRÜNE. Aber das ist eben nicht Bestandteil unseres Koalitionsvertrags geworden. Und deswegen haben wir das so geregelt, wie wir das hier geregelt haben. Das ist ein erster Schritt in Richtung Informationsfreiheit. Und diesen ersten Schritt gehen wir mit. Wir nehmen uns vor, dass wir weitere Schritte gehen. Dafür werden wir am 28. Oktober ein neues Parlament wählen. Dann können die Bürgerinnen und Bürger entscheiden. Unser Anspruch ist, weitergehende Regelungen zu treffen. Das ist ein erster Schritt. Und es ist auch gut so, dass wir diesen ersten Schritt gehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und sich hier hinzustellen, der Datenschutz in Hessen, der würde jetzt unter die Räder kommen, und der Datenschutz hätte hier kein Gehör mehr, und wir würden den Datenschutz in Hessen verkaufen. Das ist solch ein Unsinn, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass mir wirklich die Galle übergeht. Ich zitiere einmal den Datenschutzbeauftragten des Landes Hessen, Prof. Ronellenfitsch. In jeder Datenschutzdebatte, wo er hier ist, wird er 20-mal gelobt von Ihnen, und jetzt stellen Sie ihn sozusagen hin, als hätte er das nicht richtig mitbekommen. Der hat in der Sitzung des Innenausschusses und des UDS am 12.04.2018 Folgendes gesagt zu diesem Gesetz: Mit der anstehenden Novelle werde das modernste Datenschutzrecht geschaffen. Die Kombination von Datenschutz und Informationsfreiheit ist zu begrüßen. Das sagt der Datenschutzbeauftragte des Landes Hessen. Ich finde, wir machen hier einen guten Schritt für den Datenschutz. Bitte. Das Wort hat der Herr Innenminister. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will nur wenige Bemerkungen noch hinzufügen. Herr Kollege Hahn und Herr Kollege Holschuh haben davon gesprochen, dass hier eine Chance vertan worden sei. Ich kann Ihnen nur zurufen, wir haben unsere Vorreiterposition im Bereich des Datenschutzes weiterhin gehalten, meine Damen und Herren. Und wenn Sie die Frage so konkret gestellt haben, dann will ich da die Antwort nicht schuldig bleiben, nämlich bei der Frage, wo haben denn eigentlich die hier kritisiert haben in dieser Debatte oder in den Debatten bisher, wo haben denn diejenigen, die das kritisiert haben, dass wir es bisher noch nicht ins Gesetzblatt geschafft haben, wie haben die das in den Ländern, wo Sie regieren, es denn geschafft, sozusagen das Datenschutzrecht der Europäischen Union umzusetzen? Und da muss ich Ihnen sagen, Fehlanzeige. Wir haben noch einmal ganz aktuell abgefragt, bei unseren Länderkollegen, welche Länder es denn geschafft haben,
die Datenschutzgrundverordnung und die J-Richtlinie in deren Landesdatenschutzrecht zu überführen. Meine Damen und Herren, von denen, die zurückgemeldet haben, 9 von 16 immerhin, war keiner dabei, keiner, der es geschafft hat, dass sie das Datenschutzrecht umgesetzt haben. Deswegen will ich mit Fug und Recht behaupten, meine Damen und Herren, wir haben die Vorreiterposition im Datenschutz hier in Hessen nach wie vor gehalten, meine Damen und Herren. Und bei den Einzelheiten, ich will nur noch einmal ganz kurz auf das Thema Informationszugang zurückkommen. Also, ich finde, Absurdität hat Kollege Frömmrich hier vorhin vorgetragen. Das beschreibt es, glaube ich, schon richtig. Also, der eine sagt, wir müssen einen weitergehenden Informationszugang gewähren. Derselbe sagt, aber in bestimmten Bereichen dürfen wir auf gar keinen Fall einen Informationszugang gewähren. Ja, meine Damen und Herren, was denn jetzt? Auf der einen Seite ist es nicht weit genug, auf der anderen Seite geht es zu weit. Meine Damen und Herren, so kann man am Ende Gesetzestechnik auch nicht machen. Man muss einigermaßen konsequent hier vorgehen. Das haben wir mit dem Informationszugang hier erreicht. Wir werden beiden Seiten des Informationszugangs gerecht. Einmal, wir werden mit dem Informationsfreiheitsgesetz dafür Sorge tragen, dass Verwaltungsvorgänge interessierten Bürgerinnen und Bürgern auf der einen Seite geöffnet werden. Wir werden aber auf der anderen Seite, da wo die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern gefährdet sind, werden wir den Informationszugang entsprechend begrenzen, meine Damen und Herren. Und zu der Frage Absurdität und Konsequenz in der Argumentation will ich zumindest den Kollegen Holschuh noch einmal ansprechen, der sich beklagt hat, dass wir die Kommunen hier nicht voll einbezogen haben. Ja, meine Damen und Herren, wir hören uns hier im Plenarsaal des Hessischen Landtages immer, und ich finde zu Recht an, dass wir die kommunale Selbstverwaltung achten, die kommunale Selbstverwaltung stärken sollten, meine Damen und Herren. Wenn wir jetzt den Kommunen im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung es überlassen, Informationsfreiheit im Rahmen von Satzungsrecht zu gewähren, ich finde, dann sind wir diesem Ansinnen, kommunale Selbstverwaltung zu stärken, auch entsprechend nachgekommen. Auch das finde ich nicht kritikwürdig. Insofern bleibe ich dabei. Wir sind der Vorreiterposition als Land Hessen im Bereich des Datenschutzes mit diesem Gesetz wieder gerecht geworden. In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie dieses Gesetz nunmehr verabschieden. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Greilich. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es tut mir leid, wer würde auch gern bald nach Hause fahren. Aber ein paar Dinge muss man dann doch noch einmal gerade rücken, nachdem wir den bemerkenswerten Auftritt des Kollegen Frömmrich erlebt haben. Ich freue mich ja, dass Sie wieder da sind, nachdem Sie heute früh so schlagartig die Flucht ergriffen hatten. Aber was mich schon einmal interessieren würde, ob Sie die Rede, die Sie hier so lautstark, wie wir sie kennen, gehalten haben, ob Sie die auch z.B. am letzten Samstag gehalten haben, dann wäre das vielleicht noch ein bisschen anders ausgegangen. Ich will Ihnen das mal ein bisschen erklären, wie das mit der Bereichsausnahme, mit den Bereichsausnahmen insgesamt ist. Nehmen wir einmal das Beispiel der wirklich schwierigen Thematik der Sicherheitsbehörden. Das ist in der Tat eine Frage, wo wir über weite Strecken eine Bereichsausnahme brauchen. Aber wir brauchen sie z.B. nicht da, wo es um verwaltungsinterne Dinge geht. Hier sitzt ein ehemaliger Innenminister, der jetzige weiß das auch. Volker Bouffier ist leider jetzt aus guten Gründen, ich will das gar nicht kritisieren, nicht hier, aber der würde sich sehr genau erinnern, warum man so eine komplette Bereichsaufnahme gar nicht machen darf. Er erinnert sich dann wahrscheinlich, wie er gemeinsam mit Jörg-Uwe Hahn vor vielen Jahren sehr intensiv gearbeitet hat. Da musste man einen Untersuchungsausschuss machen, weil ein Polizeipräsident ein wenig seine Möglichkeiten missbraucht hat und auf
Dienstpferden sein Privatvergnügen ausgeübt hat. Wo soll denn da die Notwendigkeit für eine Bereichsausnahme im Bereich der Polizei und der Polizeipferde sein? Das ist einfach eine Schweinerei, wenn Sie das rausnehmen, und das kann so nicht gehen. Auf der anderen Seite wehren Sie sich dagegen, wie ich höre, ist das ja ein bisschen schwierig in der Koalition, aber Sie wehren sich dagegen, eine richtige Bereichsausnahme zu machen im Bereich der Kammern. Es geht nicht um den Bereich der freien Berufe insgesamt, es geht um den Bereich der Kammern und es geht um den Bereich der Versorgungswerke, der berufsständischen Versorgungswerke. Mit Verlaub gesagt, da können Sie noch so sehr sich aufregen, aber dort sind, und der Kollege Hahn hat es Ihnen erklärt, das sind rechtliche Bestimmungen, die kollidieren. Das können Sie so gar nicht regeln. Deswegen sollten Sie jetzt ganz schnell noch einmal in sich gehen und die Zeit nutzen, wenn jetzt der Antrag aufgerufen wird, sich doch noch zu entscheiden, unserem ganz kurzen verbliebenen Änderungsantrag wenigstens zuzustimmen. Ansonsten gilt den Big Brother Award, haben Sie zurecht bekommen, weil Sie genau wie Alexa keine Ahnung haben. Meine Damen und Herren, es liegen jetzt. Ich warte einen Augenblick, bitte. Aufmerksamkeit. Darf ich um Aufmerksamkeit bitten? Da habe ich geschwiegen vorhin, 10 Minuten lang. Bitte? Bitte? Ja, 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 auch für dich. Auch für dich. Im nächsten Ältestenrat rufe ich noch einmal auf, okay? Meine Damen und Herren, es ist so, dass wir jetzt abstimmen können. Ich rufe auf die Abstimmung der Lesung des vorgetragenen Gesetzentwurfs. Zunächst einmal den Änderungsantrag der Fraktion der FDP. Wer dem zustimmt, bitte das Handzeichen. FDP, SPD, DIE LINKE. Wer ist dagegen? CDU und Frau Öztürk hat auch dafür gestimmt. Die CDU und Grüne stimmen dagegen. Damit ist der Antrag abgelehnt. Dann stimme ich, da ich abstimme über den Antrag in dritter Lesung des Gesetzentwurfs, wie er uns überwiesen worden ist. Wer dafür ist, bitte ich um das Handzeichen. CDU und Grüne, wer ist dagegen? SPD und DIE LINKE, Enthaltungen? Bei Enthaltung der FDP-Fraktion. Stelle ich fest, dass mit den Stimmen der CDU. Ja, das ist halt schwierig, da guckt so schlecht nach links. Also, Frau Öztürk hat dagegen gestimmt, okay. Damit ist der Gesetzentwurf in den Stimmen von CDU und den Grünen bei Gegenstimmen der SPD und der Linken und Enthaltung der FDP angenommen und damit zum Gesetz erhoben.